Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir eine Fleischtorte. Dadurch, dass es regnet wie Sau, weiß ich noch nicht, ob ich sie auf den Grill schmeiße oder nicht. Das werde ich dann ganz kurzfristig entscheiden, weil die braucht nicht so lang. Die kann man im Zweifel nämlich auch im Backofen machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was wir dazu brauchen, ist ganz einfach. Kartoffeln, Käse, ich habe mich für Babybel entschieden, Lauchzwiebeln, Bacon und Rinderhack. Die Kartoffeln werde ich jetzt aufsetzen, da mache ich nachher ein Püree draus, beziehungsweise die werden gestampft, es ist kein direktes Püree. In der Zwischenzeit werde ich dann schon mal die Lauchzwiebeln leicht anschwitzen lassen. Und die Pfanne mit dem Bacon auslegen. Die Kartoffeln werden mit Wasser bedeckt, sodass sie gut durchkochen können. Pellkartoffeln bin ich überhaupt kein Freund von zu würzen, weil im Endeffekt bleibt dann das ganze Salz und die Gewürze in der Schale hängen. Deswegen werde ich sie jetzt erst kochen und nachträglich, wenn sie geschält sind, würzen. Ab damit auf den Grill. Quatsch, auf den Grill, auf den Herd. So kann man das Ganze ein bisschen besser sehen. Wir brauchen gar nicht so viel davon. Nichts an Tuchen gelegt, um den Müll hinzulegen. Ich lege erstmal die Oberschicht ab. Ich nehme die nicht mehr so schönen Dinge ab. Vorne die Wurzeln ab. Dann habe ich gar nicht mehr so viel übrig. Dann das Ganze in feine Ringe. Das Ganze kommt ab in die Pfanne und wird mit einem Stich Butter angebraten. Statt Butter nehme ich jetzt Margarine, weil Butter nicht so hoch erhitzt werden kann. Wobei ich jetzt gar nicht viel Hitze brauche, aber Margarine habe ich angebrochen, Butter nicht. Butter und ab damit auf den Herd. Bei niedriger Hitze einfach ein bisschen anschwenken. Und unsere Pfanne legen wir jetzt mit dem Bacon aus. Ich hoffe, dass ich genug habe, sonst bin ich gleich nochmal los. Was jetzt nicht weiter will, ich muss nämlich gleich sowieso nochmal los. Ein bisschen überlappen lassen. Damit decken wir gleich das Ganze ab. Ah, das ist wieder mein Lieblingsbacon, ich kriege die Krätze. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Das ist das Ergebnis für die Pfanne. Das heißt, sie ist jetzt ausgelegt. Kartoffeln und Zwiebeln sind natürlich noch nicht fertig, gar keine Frage. Beziehungsweise sind ja keine Zwiebeln, sind ja Lauchzwiebeln. Also keine scharfen Zwiebeln. Das heißt, ich muss mich jetzt ein wenig in Geduld üben. Und dann können wir nachher weitermachen. So, die Zwiebeln sind glasig. Das reicht schon. Also riechen tut es fantastisch, jetzt schon. So, das Hackfleisch brate ich doch an, weil der Regen so stark geworden ist, dass ich das nicht mehr auf den Grill schmeißen kann. Also zumindest aktueller Stand. Wie gesagt, es ist ja nur eine Vorbereitung für nachher. Wenn es sich dann noch ergeben sollte, dann wärme ich es zumindest auf dem Grill auf. Dann kriegt es noch ein bisschen Raucharomen ab. Weil ich wollte schon smoken dabei. Ganz durch braucht es gar nicht sein. Wie gesagt, es kommt ja noch in den Backofen oder auf den Grill. Sorge ich dafür, dass die Knüppelchen hier noch rauskommen und ich das möglichst fein habe. Dann wird es gewürzt. Und wenn es gewürzt ist, kommt es in die andere Pfanne.
würzen, wie immer mit meinem Lieblingsgewürz. Eine ordentliche Portion, darf es sein. Ich tippe drauf, dass es exakt 37,59 Gramm waren, für diejenigen, die es unbedingt wissen wollen. Ansonsten, grillen ist kochen nach Geschmack. Jetzt bedecken wir den Boden. Mensch, das duftet, das ist unglaublich. Die Lauchzwiebeln geben dem Ganzen eine gewisse Frische. Und wenn gleich die Kartoffeln soweit sind, sehen wir uns wieder. So, Kartoffeln sind geschält, die werden gleich gewürzt und gestampft. Und dann kommen die in die Pfanne. So, jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ich die Kamera vergessen habe anzuschalten. Also Kartoffeln habe ich schon mal gestampft. Jetzt würzen wir die. Ordentliche Portion Salz dran. Ein bisschen Muskatnuss. Oh, da wird Zimt. So. Und Pfeffer. Gemahlene Gewürze riechen phänomenal, in dem Fall der Pfeffer. Und ja, ich weiß, Kartoffelpüree macht man normalerweise mit Milch. Ich brauche eine zähe Masse. Und eigentlich brauche ich ja nur gestampfte Kartoffeln. Und die sollten halt gewürzt sein. Jetzt kommen die Babybells. Ich hatte davon zwei Pakete. Weg! Muss ich eben in den Keller holen. So, die Babybells. Das ist ganz einfach. Einmal schälen. Einmal in der Mitte durch. Und ab auf unsere Tochter. Auf Augenmaß. Muss jetzt nicht exakt sein. Das ist keine Wissenschaft, das ist ein Essen. Wenn euch im Übrigen fragt, warum ich gerade mal nur im weißen T-Shirt durch die Gegend laufe und das auch noch dreckig ist, weil ich noch was anderes am Grill mache und das gerade mit Fett gespritzt hat ohne Ende, habe ich mir das T-Shirt ausgezogen. Ziehe ich aber gleich wieder an. Och, das ist ja ärgerlich, dass ich eine übrig geblieben. Ja. Das kommt jetzt auf den Grill. Da bleibt es dann für circa, ich sage mal zwei Stunden, Stunde anderthalb bei 100, 110 Grad. Und dann sollte es eigentlich schon fertig sein. So, hier haben wir unseren Kartoffelhacktopf oder Pfanne. Achtung, Spoiler-Alarm. Einfach mit drauf. Er kann das gemütlich vor sich hingrillen. Tusch aber ein bisschen höher. Wie gesagt, ich denke anderthalb, zwei Stunden. Dann ist das auf jeden Fall fertig. Ich werde zwischendurch mal nachgucken. Bis später. Hallo Grillfans, ich war so begeistert von dem Ergebnis, als ich es vom Grill geholt habe, dass ich natürlich prompt vergessen habe zu filmen. Deshalb hier wieder nur ein paar Bilder. Wie schmeckt das, Laura? So, es sieht gut aus, es sieht heiß aus. Ja, sieht heiß aus, Baby.
Es ist heiß. Ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs. Das kann was. Oder sogar sehr gut. Das ist sogar richtig gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal schnell weiter essen. Abo-Button, wisst ihr ja, wo sie sind. Hier verweise ich noch auf andere Kanäle und andere Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!